Hallöchen und frohe Weihnachten zusammen und willkommen zu einer neuen Folge von I Am Brett. Und heute versuche ich mich nochmal an dem Glätteisen. Ich will einfach nur gucken, ob ich es damit hinkriegen kann. Ich hoffe es auf jeden Fall. Es kann eventuell sein, dass ich mich heute ein bisschen, ich sag mal, leidend anhöre. Kurze Geschichte dazu. Ich war vorgestern mit meiner Freundin Sushi essen. Und eigentlich in einem Restaurant, wo ich schon öfters mal war. Aber der Sushi ist da nicht so qualitativ hochwertig und es ist auch nicht teuer. Du kannst All You Can Eat, das ist so ein Running Sushi, also mit so einem Laufband. Kannst du All You Can Eat machen, 10 Euro. Und das ist für Sushi extrem günstig. Und die Qualität ist halt nicht so toll. Und wenn sich für Sushi ein Angebot sehr günstig anhört oder zu günstig, dann ist es das meistens auch. Und ich habe eine leichte Lebensmittelvergiftung. Hey, an Weihnachten, ganz toll. Mir geht's also gerade nicht wirklich gut. Also vom Bauch her, also sonst geht's mir super, aber mein Magen hat gerade nicht so viel Spaß. Deswegen, wenn ich irgendwie heute ein bisschen weinerlich rüberkomme, tut mir das leid, aber so leicht angegammelter Fisch ist dann doch nicht jedermanns Sache. Deswegen nicht böse sein. Aber ich glaube, ich kann das ganz gut verstecken. Aber das ist echt übel. Ich weiß nicht, wart ihr schon mal Sushi essen? Ich liebe Sushi über alles. Also es, ich würde mal behaupten, das ist so mit mein Lieblingsessen. Aber es ist halt sehr schwierig zu machen. Es ist auch sehr teuer. Außer halt, wenn du halt ein 10-Euro-Angebot hast. Scheiße, jetzt bin ich unterm Teller. Das gibt's doch gar nicht. Ich habe auch schon selbst Sushi gemacht und das ist meiner Meinung nach immer noch die beste Methode, um halt sicher zu gehen, keine Scheiße angedreht zu bekommen. Aber naja. Ich war einmal in Frankfurt Sushi essen, alter Falter. Das hat zwar, ich glaube, pro Person so knapp 40 Euro gekostet, aber das kann man sich ja mal gönnen. Macht man ja auch nicht jeden Tag. Das war der Brüller. Ich weiß zwar nicht mehr, wo das war, aber Respekt. Guten Sushi-Mensch, also gutes Sushi-Restaurant, kannst du echt daran erkennen, was für Sachen die auch da auf der Karte haben. Zum Beispiel Sashimi, das ist so ganz dünn aufgeschnittener Fisch. Wenn die das auf der Karte haben, kannst du meistens davon ausgehen, dass es ein gutes Restaurant ist. Weil das benötigt einmal schon ein bisschen was an handwerklicher Fähigkeit. Und natürlich auch guten Fisch, weil sonst schmeckt das Ganze nicht. Weil du kannst da, also Sashimi ist halt wirklich nur Fisch. Da kannst du nichts irgendwie großartig mit Reis verdecken am Geschmack. Zum Beispiel da, wo ich mit meiner Freundin jetzt letztens war, da haben die das nicht auf der Karte. Aber, naja. Egal. Wollt mal fragen, und habt ihr was Schönes zu Weihnachten bekommen? Also bei mir ist heute erst der 24. Wir sind noch ganz früh am, naja, früh am Morgen nicht. Das wäre gelogen. Wir haben jetzt 11:30 Uhr mittags. Aber Geschenke gab es natürlich noch keine. Das dauert noch ein paar Stündchen. Und bin mal gespannt. Ich habe mir zwar nichts gewünscht, aber vielleicht kriege ich ja trotzdem was. Vor allem, ich bin mal gespannt, was ich von meiner Freundin bekomme. Aber ich habe keine Ahnung. So, und ich versuche dieses Mal das blöde Glätteisen zuzuklappen. Und dann mich oben drauf zu legen. Also der liebe Dornogol hat mir das so empfohlen. Ich hoffe mal, dass ich das zukrieg. Noch ein Stück. So. Nein. Fall um. Ich habe gesagt, du sollst umfallen. Das hat nicht ganz geklappt. Nochmal. Noch ein Stück. Komm, Baby. Ich versuch's mal in die Richtung. Upp. Okay, also um. Doch, jetzt. Ha, jetzt klappt's. Jetzt klappt's. Oder auch nicht. Es toastet nicht. Wahrscheinlich muss ich es in die andere Richtung drehen. Ach, komm schon.
Bitte. Fall einfach um, du Drecksding. Irgendwie so wird das nix, ne? Versuch's mal irgendwie hoch zu flippen. Ne, das geht aber nicht. Warte mal, da hinten kann ich vielleicht unter diesem Pinöpel drunter. Ja, da bin ich drunter. Gut. Aber mein Boot ist so schwach. Es biegt sich schon durch. Ne, das wird nix. Scheiße. Vielleicht, wenn ich es wieder ein Stückchen aufklappe, kriege ich das wenigstens hin. Ich gehe mal davon aus, dass ich es in die falsche Richtung geschubst habe. Vielleicht vorne? Toastet's vorne? Ne, auch nicht. Wäre auch ganz schön scheiße eigentlich. So ein Glätteisen ist ja dafür da, dass es halt außen nicht heiß ist. Ach Mann. Geh schon hoch. Warte mal, vielleicht kriege ich es ja auf und kann mich so reinschieben. Ah, fast. Ich muss mich wirklich dran pressen. Aber ich glaube, das werde ich nicht aufkriegen. Warte mal, so. Nee. Keine Chance, Leute. Jetzt bin ich gut drunter, aber ich krieg's nicht hoch. Ich krieg keinen mehr hoch. Komm schon. Noch ein Stück. Nee. Keine Chance. Ach man, das ärgert mich jetzt. Dann wohl doch zum Bügeleisen schnell noch. Hm. Bin übrigens mal gespannt, wann dann endlich mal ein Update kommt. Uah, nein, nein, nicht runterfallen. Müsste ja eigentlich bald mal ein Update kommen, weil der Content ist ja mittlerweile ganz schön ausgelutscht. Ich möchte auch mal behaupten, wenig Leute spielen das jetzt noch wirklich intensiv. Außer natürlich der Dornogul. Der hat ja anscheinend keine anderen Spiele, nein, Spaß. Aber so ein paar neue Level wären nicht schlecht. Finde ich. Aber deswegen, morgen wird auch auf jeden Fall keine Folge zu I Am Bread kommen, sondern morgen wird wahrscheinlich Next Car Game kommen. Habe ich schon ein paar Folgen aufgenommen. Bin mal gespannt, wie ihr das so findet. Oh, das wird nicht gut getoastet. Oder? Ne, kein Stück. Voll in die falsche Richtung getrostet. Hm. So. Wird das was? Und immerhin ein B. Ich glaube, da hatte ich bisher nur ein C. Aber wirklich begeistert bin ich nicht davon, von dem Ergebnis. Aber dann würde ich mal sagen, probieren wir es einfach das nächste Mal nochmal. Oder nee, dann machen wir ein anderes Level. Ist dann auch irgendwann mal genug. Und dann sehen wir uns morgen wahrscheinlich bei The Next Car Game oder bei Insurgency. Und ja, vielen Dank fürs Zuschauen und bis morgen. Tschüssi.